Was bisher geschah bei My Little Pony? Prinzessin Celestia lädt höflichst zur Hochzeit von Prinzessin Mia Amore Cadenza und meinem Bruder ein? Twily! Oh, du hast mir so gefehlt. Wieso hast du mir nicht persönlich mitgeteilt, dass du heiraten willst? Es gab Drohungen gegen Canterlot. Wir wissen noch nicht, wer dahinter steckt, aber Prinzessin Celestia hat mich gebeten, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Trotzdem, ich bin sauer, dass du ein Pony heiratest, das ich nicht kenne. Twily, Prinzessin Mia Amore Cadenza ist Cadence. Cadence ist das wunderbarste Pony aller Zeiten. Ich hoffe, ich störe euch nicht bei irgendwas Wichtigem. Cadence, ich bin es. Twilight. Aha. Ich würde die Uniform aber gern tragen. Willst du mir etwa widersprechen? Sie ist böse. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Er konnte nur mit den Augen rollen. Cadence hat mich nicht verzaubert. Sie hat nur ihre Magie benutzt, um mich zu heilen. Wäre ich du, würde ich nicht bei der Hochzeit erscheinen. Ich habe meinen Bruder verloren. Es tut mir leid. Das kann ich dir garantieren. My Little Pony, My Little Pony. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Hallo? Ist da irgendjemand? In den Höhlen unter Canterlot. Hier lebten habgierige Einhörner, die hinter den Diamanten her waren, die hier lagerten. Und jetzt ist es dein Gefängnis. Hilfe! Hilfe! Es hat keinen Zweck. Niemand kann dich hören. Und in diesen Höhlen wird dich auch nie jemand finden. Die meisten Ponys haben vergessen, dass diese Höhlen existieren. Deshalb sind sie ein idealer Ort, ein Pony einzusperren, das versuchen will, meine Pläne zu durchkreuzen. Pläne? Welche Pläne? Meine Pläne mit deinem Bruder natürlich. Wage es ja nicht, meinem Bruder irgendetwas anzutun, du! Du Monster! Gut, wenn du mich aufhalten willst, musst du mich fangen. Hier drüben. Nein, hier drüben. Genommen. Die Cadence, die dich hergebracht hat, ist eine Lügnerin. Wer es glaubt, wird selig. Sonnenschein, Sonnenschein, der Käfer ist erwacht. Klatsch in die Hufe, tu, was dir Freude macht. Du erinnerst dich? Ach, natürlich tue ich das. Wie könnte ich mein liebstes Fohlensitterpony vergessen? Wir müssen hier rausfinden. Und wir müssen sie aufhalten. Heute wird der Tag für mich perfekt sein. Schon seit ich klein war, hat er tief mein Herz bewegt. Alle scharen sich heute um mich und sagen, die Robe kleidet dich. Dabei habe ich sie alle reingelegt. Einst sollte dieser Tag perfekt sein. Schon seit ich klein war, wünschte ich es inniglich. Doch das Ziel bleibt unerreicht, wenn ich's nicht schaffe. Denn vielleicht läuten die Hochzeitsglocken heute ohne mich. Was ich heute trag und was ich sag in diesem Saal ist mir egal. Liebesschwüre werden inszeniert. Ich verspreche, ihn zu ehren und ihn ewig zu begehren. Den Kerl, der mich doch gar nicht interessiert.
muss los, so schnell ich kann, denn nur auf mich kommt es jetzt an. Ich bin zu allem jetzt bereit, sonst verliere ich ihn an eine, die lediglich zum Scheine ihm Treue schwört für alle Ewigkeit. Alles geb ich für ihn her, ich liebe ihn wirklich sehr. Und sammeln sich. Der Moment ist da, die Braut bin ich. Viel zu spät erscheinen wir und in die Falle geht er ihr. Shining Armor, du brauchst mich, nur mich. Meine sehr verehrten Gäste, wir haben uns hier heute versammelt, um die Hochzeit von Prinzessin Mi Amore Cadenza und Shining Armor zu feiern. Oh, wir können ihn nicht mehr retten. Oh doch, wir müssen nur einen... Oh, da! Oh. Oh nein, ihr geht nirgendwo hin. Prinzessin Cadence und Shining Armor, es ist mir eine große Freude, euch beide zu... Halt! Oh nein! Warum ist Twilight so wahnsinnig eifersüchtig? Warum will sie mir meinen schönsten Tag ruinieren? Weil es nicht dein schönster Tag ist, sondern meiner. Was? Wie seid ihr meinen Brautjungfern entkommen? Clever, aber du kommst zu spät. Ich verstehe gar nichts. Wieso gibt's jetzt zwei von ihnen? Sie ist ein Wechselpony. Sie hat sich die Gestalt eines Ponys ausgesucht, das geliebt wird. Und diese Liebe ernährt sie. Prinzessin! Und als Königin der Wechselponys muss ich Nahrung für meine Untertanen finden. In Equestria gibt es mehr Liebe als an irgendeinem anderen Ort. Meine Untertanen werden so viel Liebe aufsaugen, dass unsere Macht größer werden kann, als wir es uns je erträumt haben. Das werden wir nicht zulassen. Shining Armors Schutzzauber wird dir diese Chance verwehren. Oh, ich denke nicht. Habe ich nicht recht, mein Herz? Willst du etwa in die Höhlen zurück? Ich habe deinen Platz eingenommen und konnte mich von Shining Armors Liebe ernähren. Er wird immer schwächer, so wie sein Schutzzauber. Meine Diener sind schon dabei, ihn zu durchbrechen. Er ist vielleicht nicht mein Ehemann, aber er steht völlig unter meiner Kontrolle. Und es tut mir leid, das zu erwähnen, aber er kann seine Aufgabe als Kapitän der Leibgarde nicht mehr ausführen. Nein, Shining Armor! Meine Wechselpony-Armee ist schon unterwegs. Erst nehmen wir Canterlot ein und danach ganz Equestria. Nein, werdet ihr nicht. Du konntest vielleicht verhindern, dass Shining Armors Schutzzauber wirkt. Aber da du dein eigentliches Ich vor uns allen enthüllt hast, kann ich mein Ponyvolk vor dir schützen. Liebe für dich ist ja noch stärker, als ich dachte. Diese Liebe aufzusaugen hat mich sogar mächtiger gemacht als Celestia. Die Elemente der Harmonie bringt sie zusammen und nutzt ihre Kraft, um die Königin zu besiegen.
Rarity! Ihr könnt weglaufen, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Und ihre Freundinnen werden... Was wolltest du sagen? Euch ist doch schon klar, dass das Fest abgesagt wurde, oder? Los! Fresst! Es ist komisch. Twilight hat die ganze Zeit über an mir gezweifelt. Schade, dass ihr anderen zu beschäftigt mit der Hochzeitsplanung wart, um wahrzunehmen, dass sie recht hatte. Es tut uns leid. Wir hätten auf dich hören sollen. Ihr könnt nichts dafür. Sie hat alle zum Narren gehalten. Das habe ich, richtig. Welch ein perfekter Tag heute. Schon seit ich klein war, habe ich mich darauf gefreut. Ich regiere die Ponywelt, so brutal, wie es mir gefällt. Ja, alles, was ich wollte, krieg ich heute. Schnell, geh zu ihm. Nutze die Chance. Die Hochzeit vorbei? Es ist alles vorbei. Beeil dich, dein Schutzzauber!
Was willst du ausrichten? Meine Wechselponys sind schon überall. Nein! Ich habe meine Macht verloren. Ich habe nicht die Kraft, sie abzuwehren. Meine Liebe gibt dir die Kraft. Ein schönes, aber absolut lächerliches Gefühl. Sorgen um mich, Twilight. Es geht mir gut. Du musst jetzt eine echte Hochzeit organisieren. Verstehe ja, warum Chrysalis mit dir zusammen sein wollte, aber wie kommt die wunderbare Cadence dazu, dich zu heiraten? Ich habe ihr gesagt, sie bekommt nicht nur einen Ehemann, sondern noch eine fantastische Schwester dazu. Meine sehr verehrten Gäste, wir feiern hier heute die echte Hochzeit der echten Prinzessin Mi Amore Cadenza. Prinzessin Cadence reicht. Die Hochzeit von Prinzessin Cadence und Shining Armor. Die Kraft der Liebe umgibt sie. Unbestreitbar ist die Macht ihrer Liebe. Gibst du mir die Ringe bitte? Ich erkläre euch hiermit zu rechtmäßigen Eheponys. Nicht nur sie können sich glücklich schätzen, du auch. Du hast dich gegen alle Zweifel durchgesetzt und du hast alles dafür getan, die wahre Prinzessin Cadence zu uns zurückzubringen. Seinen eigenen Instinkten zu vertrauen, ist eine wertvolle Lektion. Rainbow Dash, dein Stichwort. Hallo, liebe Ponys, habe ich was verpasst? Leute, die Party fängt an! Ja.
Twilight! Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen, Schwester. Ich liebe dich, Twily. Ich dich auch, mein GBUBF. Kann's losgehen? Oh, ich hab noch was vergessen. Wartet erstmal ab, was ich für die Junggesellenparty vorbereitet habe.